liebe Fußballfreunde, wir sind's wieder. Und in 4 Wochen steht das nächste überragende Derby zwischen FC Schalke 04 und Lüdenscheid Nord an. Oder wie es andere gerne sagen, Herne West gegen Dortmund. Bah, hör auf mit, ich kann das nicht mal aussprechen. Auf jeden Fall haben wir für euch heute 4 Challenges vorbereitet, die wir gegeneinander austragen. Und die erste Challenge wird sein, ein Wettfressen. Genau, ein Wettfressen. Und dafür haben wir 6 von diesen Johnnies hier eingekauft bei Meckes und werden diese auf Zeit gegeneinander verspeisen. Wer schneller ist, hat diese Challenge gewonnen. Challenge Nummer 2 ist ein Elfmeterschießen. Genau, wir werden zu einem lokalen Sportplatz fahren und klassisch gegeneinander Elfmeterschießen. Jeder hat 3 Versuche und wer am Ende mehr Tore erzielt hat, ist der Gewinner dieser Challenge. Challenge Nummer 3 hingegen ist ein Wettsaufen. Wettsaufen, genau. Und dafür haben wir 5 Liter Oschis von diesen chemikalischen Kirschsäften geholt und versuchen innerhalb 10 Minuten so viel wie möglich davon zu trinken. Ja, und wer eben mehr geschafft hat von seinem Kirschsaft, der wird diese Challenge als Sieger verlassen. Und die vierte, die 04. aber letzte Challenge wird sein ein FIFA-Duell, wie es manche von euch doch bestimmt schon kennen. Genau, wir hatten schon mal ein FIFA-Duell, heute in etwas knapperer Version. Wir spielen gegeneinander FIFA, wie es bekannt ist, und der Sieger ist auch Sieger der Challenge. Und ganz am Ende dieses Videos, für die Tippfreunde unter euch, werden wir beide wieder gegeneinander tippen und haben eine ganz besondere Strafe für den Verlierer ausgedacht. Also bleibt dran, wir sehen uns jetzt bei Challenge 1. Glück auf! Wir wissen zwar, dass Lüdenscheider große Mäuler haben, aber ich glaube, ich bin guter Dinge, dass ich diese Challenge gewinne. Abfall kommt zum Lüdenscheider. Ich glaub da. Sieg in der 90. Minute quasi. Aber ich liege immer noch knapp vorne. Ich habe aber auch irgendwie keinen Platz mehr in meinem Bauch. Egal. Ach, nee.
geht in die Richtung, es ist ungesund für den ganzen Organismus. Ich bin aufgebläht. Ach die Scheiße. Wir haben jetzt mittlerweile die 5-Minuten-Marke durchschritten und mein Kopf will gar nicht mehr näher ran. So, jetzt sind es gleich noch 4, 3, 2, 1, 0. Noch 4 verdammte Minuten und ich schaff's immer noch nicht, meinen Mund näher da dran zu bewegen. Ach, scheiß der Hund. Ja, ich weiß, wo es enden wird. Das ist unfair. Was? Du Dreckszecke. Ich trinke gerade. Ich habe mich jetzt nach 2 Minuten endlich zusammengerissen, was zu trinken, und du bringst mich hier zum Lachen. Verräter. Ich muss da auch irgendwann Spaß haben. Ich kübel hier die ganzen 5 Liter gleich wieder voll. Das kannst du überhaupt nicht. Mein Körper will nicht mehr. Ich zittere an allen Seiten. Schlussoffensive jetzt. Einfach an was Schönes denken. Ah, einen Supercup gewinnen vielleicht. An das 1:0 von Abby Sand in der 89. Minute, den schönen Lupfer über die Laura. Die letzte Minute ist angebrochen. Hier gibt es keine Nachspielzeit, Zettel. Ich glaube, das ist in unser beider Interesse. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Da ist das Ding! So, wir vergleichen mal. Wir haben hier wirklich 10 Minuten lang jetzt das Ding hier gesoffen. Und mein Strich ist eindeutig weiter tiefer. Ich weiß jetzt nicht, ob ich darauf stolz sein kann oder ob ich gleich die Kloschüssel umarme, aber ich würde sagen, diese Challenge geht an mich. Bis zur nächsten Challenge. So, damit beginnen wir die letzte Challenge am heutigen Tage, nämlich die FIFA Challenge. Sitzt er vor euch, der 0:4 Sieger aus den Challenges, und das ist der Schalker. Aber schieben wir das ganze Angeben jetzt mal beiseite, das wird er sich sowieso noch zur Genüge anhören können, denn wir haben Wichtigeres zu verkünden. In 4 Wochen steht das Derby an und ihr hört heute schon den Wetteinsatz zwischen uns beiden. Ich wette nämlich, dass der glorreiche FC Schalke 04 endlich wieder ein Derby gewinnt, zu Hause, und er wettet, dass Lüdenscheid Nord. Du meinst wohl, dass Dortmund gewinnt. Habe ich nicht gehört, dass irgendeine Mannschaft, in die in Gelb aufläuft, gewinnt das Derby. Ja, und der Verlierer der Wette, und dieses Mal wird es extrem, das bist du, der Verlierer der Wette, der Verlierer der Wette, du alleine, der wird nämlich die Vereinshymne des Gegners zum Besten geben, live aufgenommen von der Kamera, hochgeladen auf YouTube und als MP3-Download unter dem Video. Ich finde, das ist bis jetzt der schlimmste Wetteinsatz, den wir hatten. Und bitte, bitte, liebe Schalker,
Vergeigt es nicht. Ich möchte nicht das Biene-Maja-Lied singen. Bitte, bitte.